Okay. Dann kann dieser Zug sich jetzt mal schön mit ein bisschen Öl vollladen. Vielleicht können noch zwei, drei Kesselwagen hinten dran. Das ist immer noch mittelmäßig. Das passt. So. Dann kann der jetzt in Ruhe fahren. Ja, okay, ich hatte das die ganze Zeit auf pausiert. Sehr schön. Ich muss mir auch mal überlegen, was so ja, mein Ziel hier ist. Also auf jeden Fall erstmal natürlich die Gegenwart erreichen, klar. Aber auch danach. Wenn wir die Gegenwart erreicht haben, was möchte ich hier schaffen? Es wäre natürlich schon cool, wenn man wirklich alle Produktionen irgendwie, irgendwie verwenden würde. Aber das ist natürlich auch ziemlich schwierig. Was wir mal machen könnten, wäre eventuell ein modernes Straßennetz, so über die ganze Karte. Was ich in diesem Spiel tatsächlich gar nicht mag, auch wenn es schön ist, dass es das gibt, sind Autobahnen. Es ist so ein... Es ist so unfassbar beschissen, diese Autobahnen zu bauen. Weil erstens, die haben kein Paralleltool, das heißt, man muss die beiden Autobahnen für jede Richtung separat bauen und das ist extrem schwierig, vor allem weil es dann am Ende ziemlich scheiße aussieht, wenn man das nicht so parallel machen kann. Und vor allem die Auf- und Abfahrten dieser Autobahnen sind so furchtbar, weil das total unausgereift ist in meinen Augen. Deshalb verwende ich keine Autobahnen, sondern setze auf eine schöne Landstraße. Wir könnten ja mal eine von Tokio hier rüber bauen. Dann können wir auch eigentlich nur eine große nehmen, oder nicht? Hier kommen wir upgraden das hier mal. Ne, das können wir nicht upgraden. Ja, ich glaube, erstmal reicht vielleicht sogar eine normale Landstraße. Kann man ja dann später noch ausbauen. Dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze einmal hier rum. Kann man hier eine schöne Brücke rüber bauen. Das hier müssen wir auf jeden Fall mal kurz anpassen. Hier einmal so lang. Dann natürlich auch wieder glätten. Dann bauen wir das auch noch hier lang. Das sieht nicht schön aus. Hätte ich gerne ein bisschen schöner. Und
Dann so, das ist in Ordnung. So, einmal hier lang. Und dann hier wieder dasselbe Spielchen. Okay, dann können wir das einmal hier anbinden. Perfekt. Und hier dann eine schöne ausgebaute städtische Straße. Dann haben wir hier direkt die Anbindung. Können wir die Straße auch mal ein bisschen ausbauen. So, ab hier ist es damit eine Landstraße. Hier haben wir noch eine nicht ausgebaute Straße. So. Perfekt. Ja. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch noch eine Straße von Tokio nach Konnichiwa. Okay, dann ist auch alles schön geglättet. Die Straße kann jetzt auf jeden Fall schon befahren werden. Fährt hier gerade irgendwo ein Auto? Also irgendwie scheint eine Autoreise nach Tokio nicht sehr begehrt zu sein. Gut, wir haben die Straße jetzt. Die Leute sind also hoffentlich glücklich und zufrieden. Also die Städte sind jetzt eigentlich alle ganz gut miteinander vernetzt, würde ich sagen. Und jetzt fehlt natürlich die Infrastruktur hier Richtung Norden. Wir haben eine Landstraße hier nach Bangkok. Und hier hört es dann auf. Ab hier sind die Straßen überhaupt nicht ausgebaut. Vielleicht fangen wir erstmal mit den ganz einfachen Zufahrten hier an. Zu den einzelnen Betrieben. Wobei es eigentlich auch Quatsch ist, jetzt alles zu verbinden, was überhaupt nicht in Benutzung ist eigentlich. Also wir haben, glaube ich, auch eine Straße zwischen Shanghai und, ja, haben wir. Fehlt eigentlich nur noch, die Straße führt sogar bis nach Kuala Lumpur. Sehr schön. Das ist ja schon wieder so furchtbar hässlich. Das muss ja auf jeden Fall erstmal geglättet werden. Tut mir leid, aber sowas Hässliches, das kann ich hier nicht stehen lassen. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre eine größere Größe hier für das Geländetool. Das ist extrem nervig. Mit so einem kleinen Tool hier arbeiten zu müssen. So. Das ist doch schon mal viel ansehnlicher. Okay, im Prinzip fehlt eigentlich nur eine Straße. Ja, eigentlich können wir die hier lang bauen. Dann haben wir zumindest alle Städte rein theoretisch miteinander verbunden. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt eine tolle Straße. Habe ich jetzt die Tram... Ja, ich habe jetzt eins auf Tramgleise gebaut. So. Eine Straße einmal kurz hier lang. Das sollte jetzt nicht allzu lange dauern. Schön parallel zu den Gleisen. Und dann sind wir auch schon da.
Ja, nein, das wollte ich nicht. Okay. Ja, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, sind alle Städte jetzt mit einer Straße verbunden. Das heißt, die Leute können jetzt theoretisch von überall nach überall reisen. Was sie natürlich auch sonst mit unseren tollen Verkehrsmitteln können. Was wir vielleicht auch mal machen sollten, ist die Modernisierung einiger Brücken. Weil unsere Brücken sind alt und die Züge fahren da nur mit geringem Tempo drüber. Deshalb wäre das vielleicht wirklich mal angebracht, die ein bisschen zu modernisieren. Dann nehmen wir hier doch. Was fährt hier überhaupt für ein Zug? Ich glaube, hier fährt ein Passagierzug. Naja, das ist die Güterstrecke. 15 km/h. Das passt auf jeden Fall nicht. Warum fährt er hier jetzt nur 15 km/h? Das ist etwas eigenartig. Steht hier aber überall gerade irgendwie. Hä, was soll das denn? Ach Gott. Daran lag's. Ja, dann nehme ich eine ganz einfache Betonbrücke. Oder auch nicht. Ich hoffe, das passt mit irgendeiner Brücke. Scheint nicht so. Ja, was soll man denn machen? Das ist schwierig. Dann lassen wir es jetzt erstmal provisorisch so. Wächst die Stätte nach hier hin? Das macht im Prinzip überhaupt keinen Sinn. Das ist hier so komisch, vor allem hier direkt an diesem Gleis. Wer will denn hier wohnen? Da will doch kein Mensch wohnen. Wir könnten hier vielleicht auch mal in den Bahnhof mit den neuen... Hier haben wir noch das ganz alte Gebäude. Krass. Hier können wir auch mal mit dem Maltool ein bisschen Asphalt drüber pinseln. Sie ein bisschen mehr nach Bahnhofsvorplatz aussehen zu lassen. Das ist ja kein Schönbauprojekt, aber es muss ja nicht alles so super hässlich aussehen. Gut, dann modernisieren wir hier einmal kurz den Bahnhof. Reißen wir das ganz alte Bahnhofsgebäude jetzt ab? Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, das letzte, was wir überhaupt haben. Kann das sein? Wir lassen das jetzt einfach so. Wir bauen hier nur dieses Dach einmal drüber. Das muss erstmal reichen. Okay. Ich war beim Brückenmodernisieren. Na komm, dann mache ich jetzt die Brücke auch noch. Das ist wahrscheinlich eh nicht die letzte Brücke, die ich heute modernisiere.
Warum will der denn jetzt hier keine Brücke bauen? Warum ist Brückenbauen in diesem Spiel so unnötig kompliziert? Alles klar, dann so. Dann halt so. Hauptsache, es ist eine halbwegs moderne Brücke. So, wo sind weitere Steinbrücken? Ich glaube hier vorne. Ja, hier sind noch welche. Zum einen hier. Wieder dasselbe Problem. Ich möchte eigentlich gerne irgendwie einen Undo-Knopf, damit ich das ein bisschen anders lösen kann. Aber der ist mir hier leider nicht vergönnt in diesem Spiel. Ja, passt, oder? Ich möchte einfach mal ein paar verschiedene Brückentypen, damit nicht alle Brücken gleich aussehen. Ja, warum baut er den jetzt gleich so lang? Auf jeden Fall noch eine Steinbrücke. Passt. Okay. Dann haben wir hier vorne auf jeden Fall überall die Steinbrücken erstmal beseitigt. Ne, hier vorne ist noch eine, stimmt. Die kann dann auch noch weg. Nochmal die einfach. Dann haben wir jetzt überall halbwegs moderne Brücken gebaut. Zumindest hier vorne auf den Abschnitten. Hier ist auf jeden Fall. Ja, komm. Dann reißen wir die jetzt hier auch noch ab. Ich nehme jetzt hier einfach mal Highspeed-Gleise. Nehmen wir die.
Hier vorne ein bisschen nachglitten. Hier ebenfalls. Oh, perfekt. Dann haben wir jetzt überall tolle moderne Brücken. Ich glaube, hier kommen jetzt wirklich keine Steinbrücken mehr. Es würde mich jedenfalls wundern, wenn wir jetzt irgendwo noch Steinbrücken hätten. Ne, haben wir nicht mehr. Obwohl doch eine Möglichkeit gäbe es noch. Ne, die ist auch schon modern. Ne, es kann jetzt eigentlich keine Strecke mehr geben, wo noch Steinbrücken stehen. Gut, ein weiterer Schritt Richtung Zukunft ist damit getan. Was machen wir als nächstes? Vielleicht gucken wir erstmal, wie es hier aussieht. Okay, hier wird nicht alles abtransportiert. Obwohl die Rate eigentlich dafür sprechen sollte. Hier wird auf jeden Fall alles abtransportiert. Ich würde mir schon wünschen, dass die hier vorne auf eine höhere Produktion kommt. Das wäre schon schön. Dann hätten wir hier nämlich nochmal eine höhere Produktion, wenn die sich noch einmal upgraden würde. Und dann könnten wir auf jeden Fall Tokio besser beliefern mit Waren. Tokio ist auch echt, echt ein bisschen gewachsen, oder? Das Viertel hier gab es, glaube ich, noch nicht. Und hier sind halt überall mittlerweile große Häuser entstanden. Ja, doch, ist ganz nett. Ist auf jeden Fall ganz nett. So. Was machen wir denn mal? Irgendwas auf jeden Fall noch verbinden. Vielleicht hier einfach mal, als ob das für Bangkok mit Maschinen versorgen könnten. Oder Werkzeug, besser gesagt. Das könnte man ja mal machen. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach so. Keine Oberleitung. Nehmen wir den Kopfbahnhof. Hier auf jeden Fall einen Durchfahrtsbahnhof. Ich fürchte, das ist schon zu weit weg. Mhm. Ob ich das irgendwie noch ein bisschen besser verbunden kriege. Nein. Der ist leider zu weit weg. Dann mache ich es so. Und dann hier oben ein weiterer Kopfbahnhof.
Ein paar schöne Gleise. Das wird gleich eh noch geglättet. Hier einmal lang. Nehmen wir hier eine normale Betonbrücke. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall einmal drüber. Ach komm, als ob das jetzt nicht reicht. So, dann kommt das einmal hier lang. Dann muss es hier auf jeden Fall nochmal über die Shinkansen-Linie rüber. Das reicht natürlich nicht. Nur 20 sollten wir aber dann auch irgendwie halten können. Und jetzt können wir ja, durchziehen. Und dann ist das Ganze schon schön verbunden. Eine Linie reicht. Von hier nach da und wieder nach dahin. Werkzeuge Bangkok. Depot hätten wir. Ich fürchte gerade kein vernünftiges in der Nähe. Dann müssen wir halt eins bauen. Nehmen wir hier auf jeden Fall nochmal das alte. Gibt es ja auch irgendwie so eine Art Preisangabe oder so. Ich glaube, das hier ist ein bisschen günstiger. Hier vorne hin. Dann kaufen wir einen. Moment mal, nein. Mir fällt gerade wieder an, dass das nicht klappt. Na doch. Doch, bis hierhin können wir mit einem Zug fahren.
Aber von da aus müssen wir dann auf jeden Fall mit einem anderen Transportmittel weiter, weil der dann andere Wagen braucht.